Willkommen zurück im Weltraum bei Alien Isolation. Ja! Die Tür geht schon auf. Wir sind auf der Nostromo angekommen, der Handelsstation, die wir angeflogen sind. Mit der Torrance. Ja, die Tür kann jetzt ruhig aufgehen. Und hier ist es relativ fucking dunkel. Natürlich gucken, ob hier irgendwo was rumliegt. Sprich Loot. Aber hier liegt wohl nichts. Maus wird vielleicht auch kurz wieder hergestellt. Weil die Ingame ein bisschen. Aha. Sensor 1 einsammeln. Spiel speichern können wir ja auch, aber das haben wir da vorhin schon gemacht. So braucht man das erstmal nicht. So. Okay, naja. Die Atmosphäre kommt schon wieder. Wir haben schon jetzt gehört, die Station scheint wohl. Oh, jetzt sind wir hier wieder. Gefährdet zu sein, was die Stabilität betrifft. Also wird sie wohl in nächster Zeit zerstört werden. Ja, da kommen wir wohl nicht lang. Da müssen wir durch diese Röhre hier durch. Na, klettern. Schön kleiner Wartungsschacht. Schon am Who's Naughty Ripley. Und es ist jetzt kein Witz, nachdem ich hier gestern Abend aufgenommen, beziehungsweise gestern Nacht aufgenommen habe, habe ich im Fernsehen noch bei RTL 2, ach, Kabel 1, den ersten Alien-Teil gesehen. Das ist ziemlich witzig. Also nur zur Hälfte irgendwie, aber. Wir sind einige Parallelen. Aufgefallen waren, gibt es auch hier die Ripley, gab es da ja auch. Und die Nostromo und die Torrance. Ja. Und am Ende steht das Alien, das ist auch gut zu wissen. Vielleicht kriegen wir das auch hin, ich hoffe doch. Ich werde auf jeden Fall nicht kampflos hier aufgeben. Und während ich jetzt hier auf das Terminal zugreife, mache ich mal kurz den Timer an, das habe ich ganz vergessen. Ich will nämlich nicht mehr so lange Folgen machen, bis mein Internet verbessert wurde. So, Timer starten. Ordner fehlerhaft. Ach, da können wir gar nicht drauf zugreifen. Okay, cool. Sebastopol wird stillgelegt. Okay. Okay. Ja, wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr euch anhalten. Ich bin gerade nicht so darauf fixiert, das durchzulesen. Also ich lese es relativ schnell meistens durch, aber. Habt ihr keine Zeit, das zu lesen? Und ich gehe jetzt, glaube ich, hier wird es wohl rübergehen. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, das war jetzt quasi First Blood. Wir haben Schaden genommen. Sieht man unten links. Und sind wohl. Verflucht nochmal. Hier runtergerutscht. Oh, nee, hinocken wollte ich mich nicht. Hier ist eine Leuchtfackel. Das wird helfen. Ja, die brauche ich hier, glaube ich, immer noch nicht. Q halten und dann mit der Maus, die kann man hier auswählen, aber. Hey. Das Coole ist, wenn man jetzt. Man kann die jetzt so aktivieren, ne? Dann legt er die aber sofort hin. Das ist ein bisschen komisch gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch ein Bug ist. Achso, jetzt ging er hier durch. Na, ups. Schön kriechen. Durch die Gepäckablage. So. Kann ich hier auch durch? In der Tat. Letztes Mal bin ich, glaube ich, gar nicht hier lang gegangen. Ah, ja, wir durch den Koffer. Cool. Schrott, Ladungspack. Ja gut, siehst du, dass damit auch ein zweiter Durchlauf was, weil hier war ich vorher nicht. Das
habe ich jetzt gerade entdeckt, dass man da auch wahrscheinlich durch kann. Das einfach ausprobiert. Ich bin letztes Mal da drüben direkt hingekommen, aber wie habe ich das gemacht? Ach so, ja, easy. Das war zu einfach jetzt. Und hier sieht man schon überall Graffiti an der Wand. Du weißt immer Arbeit. Arbeiten. Aha. Kein vernünftiger Satzbau. Und hier stand auch gerade schon Forgotten. Und hier steht Keep Moving. Man hört schon Schritte überall. Keep Moving, also schon die erste Warnung an uns, dass wir nicht stehen bleiben, weil wir dann erwischt werden. Was ist das hier? Ethanol. Bin nicht mehr. Erstmal scheiß Radio ausmachen. Wow, Ragdoll. Ich kann einfach durch die Boxen durchlaufen. Okay. Gut, die kann ich kicken. Komponente B einsammeln. Hab ich mich hier letztes Mal nicht umgeguckt? Hallo? Ist da wer? Okay. Hier ist ein Modell. Der ist Stromo, also dem Handelsschiff, wo wir jetzt gerade drauf sind, oder der Basis. Morgen. Keine gemeinsame Zukunft. Durch Nutzen der Terminals kann man die Karte aktualisieren. Cool. Ach, das wollte ich gar nicht, ich wollte hier Tab. Ah, okay, jetzt haben wir den Passagierbereich freigeschaltet, wahrscheinlich. Und links ist etwas von Interesse. Das Ausrufezeichen. Jo. Speichern können wir hier erstmal gleich. Geringe Energie. Machen wir den Strom an, würde ich sagen. Na komm. Na komm. Ja, wunderbar. Okay. Also ich glaube, wir haben jetzt bis jetzt nur den Kontrollraum hier angemacht. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Falls ihr unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht in den Lagerraum. Code 0340. Aha, Code merken. Freigeben. Ups. Das wollte ich gar nicht. Jetzt sind ja keine Daten mehr. Sind die jetzt weg oder was? Ah, okay. Auswählen. Lange gemeinsame Reise. Ja, ja, okay. Audio. Eine Spur. Ja. Waits Ende. Das ist der Typ, den wir angefunkt haben am Anfang. Stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Also wollten die hier wohl abhauen. Die Tür ist offen. Wieso ist die Tür jetzt schon? Achso, ich habe mir jetzt glaube ich, einfach bestätigt, dass der Strom wieder eingestellt wird. Das sind Leute. Nein! Nein, ich will. Ich komme nicht hinterher. Eine neue Leuchtfunktion noch gefunden. Ja, da ist noch mehr gekommen, ne? Ja, okay. Also, wir sehen, wir sind hier schon nicht allein, das ist cool. Geben wir jetzt hier mal den Code ein. Weiß ich natürlich noch, dass der hier ist. 0. 3, 4, 0. Alles klar. So. Was war jetzt hier in dem Raum nochmal wichtig? Schrott einsammeln. Ach, hier glaube ich waren nur Gegenstände. Medikit. Ah, eine Blaupause haben wir gefunden. Das heißt, wir können jetzt bindemittel hier noch rum basteln. So, pass mal auf. Wo ging das? Wo ging das? Medikit. Da. Zack, zack, zack. Und hier klicken zum Basteln. Das heißt, wir haben jetzt ein Medikit gebastelt. Das ist, glaube ich, so eine Adrenalinspritze. Wir geben es nämlich so eine Spritze jetzt. Bam. Zack, unser Leben ist wieder aufgefüllt. Warte mal, ich kann, glaube ich, direkt noch eins basteln. Das wäre, glaube ich. Ne, uns fehlt. Was fehlt uns? Komponente B. Ah, okay. Liegt hier noch eine rum vielleicht? Ja, in der Tat. Boah, ich bin direkt ein neues Medikit. Kann man, glaube ich, nicht genug kriegen. Wunderbar.
Gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier unten, da geht es nicht weiter, müssen wir hinten auf die Tür jetzt wahrscheinlich, die wir gerade sogar aufgeschlossen haben mit dem Strom. Den Stromladen wollte ich jetzt nicht unbedingt laufen. Das würde ich auch gern wissen. Ich mag diese Lehnfunktion immer noch extrem. Kein Krankenhaus, keine Autorität, keine Hoffnung. Ich glaube, das System ist hier ein bisschen zusammengebrochen. Hier erstmal nach oben. Strangers will be. Oh. Verrückte, bis also. Leute, die hier regenvoll werden erschossen. Okay, ich kann nicht mehr rennen. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich glaube, die Torrents, ist. Ich glaube, die ist führerlos jetzt geworden. Die scheiß Tore sind noch scheiße laut. Deswegen wurde ich jetzt, glaube ich, von der Gravitation angezogen hier. Da ist eine Tür. Wenn da irgendwie durch. Ich glaube nicht. Ja, die Torrents wird das, glaube ich, angezogen. Von der Station hier. Ich hoffe nicht. Da können wir nicht durch. Hier rüber? Auch nicht. Ein Video kommen. Ein Telefonschatz wahrscheinlich. Oh, wir brauchen Hilfe. Kratop. Leuchtfackel. Ach, hier kann man Air-Hockey spielen, das ist auch cool. Hier kann man den Strom wieder für irgendwas einstellen. Na komm. Na komm. Warum hört man nur mal Schritte direkt? Die wollen einen doch ärgern. Okay, ist da glaube ich nur die Lampe. Wir sind auf jeden Fall in irgendeinem China-Restaurant. Sieht so aus, auf jeden Fall. Zoom kann man nicht, ne? Hier ist ein Terminal und hier kann man speichern. Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Okay, also ich denke mal, bei den Gerüchten geht es um das Alien und dass die, also Waits, ja der Commander hier, glaube ich, den wir auch kontaktiert haben, dass die jetzt rausgeworfen wurden, die Journalisten und normalen Leute. Greifen wir erst auf das Terminal hier zu und gucken, was uns das bringt. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Texte. In den privaten Text den Stecker ziehen. Aha. Achso, das ist von dem Ladenbesitzer her, der verkauft alles. Okay, freigeben. Dann müssen wir wirklich noch hingewiesen, sämtliche. Ach so, die lassen keinen mehr weg, damit das Alien wahrscheinlich nicht kommt. Okay, oh, nein. Das untere.
Apollo ist die zentrale KI. Ach so. Also wahrscheinlich der Computer hier, der Hauptcomputer. Okay. Gut, dann speichere ich erstmal das Spiel. Ich habe auch gerade schon die Luke gesehen, wo wir weiter müssen. Ja, die Frage ist doof. Soll ich nicht immer stellen? Das nervt. Nämlich hier unten ist eine Luke. Alles, was man so benutzen kann, ist grün markiert. Das finde ich ganz praktisch. Wir befinden uns wieder in einem Wartungsschacht jetzt. Ich glaube, die werden wir hinterher sehr viel benutzen bei uns. Das war nur der Wind wahrscheinlich, um uns zu verstecken. Ach, hier geht's nach oben. Kann ich auch wieder aufstehen? So. Hier fällt alles auseinander. Das sehe ich genauso. Ah, dieses hier grünes Licht kann man benutzen. So ein, ich glaube, so ein Staubsauger oder so. Reinigungsmaschine. Können wir nämlich jetzt hier weiter Schrott einsammeln. Ich glaube, hier muss man sich sehr viel zusammencraften und dergleichen. So. Heilige Scheiße. Okay, da ist ein Mensch lang gelaufen. Ich weiß zwar nicht. Oh, meine Flasche weg. Warum laufen die alle vor uns weg? Wir haben doch niemandem was getan. Ist so ein Kontrollterminal jetzt hier. Kann ich darauf zugreifen? Ist offline, glaube ich, hier. Wister, ehrlich jetzt. Hier liegen Leichen rum. Sehr vertrauenswürdig, muss ich schon sagen, dass hier Leichen rumliegen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist klar, dass ich jetzt am Anfang ein bisschen rumrenne, aber ich glaube, das wird sich sehr, sehr schnell ändern. Wenn zumindest wir das erste Mal das Alien gesehen haben. Strom wiederherstellen müssen wir. Wo stelle ich jetzt den Strom wieder her? Das ist die Frage. Da ist auch zu. Ah, da ist die einzige Tür, die offen ist. Okay. Muss wohl da durchgehen. Benutzen. Ah, okay. Stellen wir den Strom wahrscheinlich hier wieder her. Nein, rückhalten geht nicht. Muss man schon selber drücken. Ja, das ist Chinesen wieder im Vorteil. Die drücken erst fünfmal auf einmal. Okay, dann geht der Strom hier an. Und ich will jetzt mal kurz was gucken. Haben wir mittlerweile einen Schatten? Nein, wir haben immer noch keinen Schatten. Das macht mir Angst. Okay, ja, das war's mit Folge 2. Ich mache jetzt direkt im Anschluss weiter. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich wieder. Haut rein!